Hallo Prinzessinnen, die dies noch werden wollen oder auch nicht. Heute geht es um meine Haarshampoos, Haarpflegeprodukte, alles was ich für die Haare benutze. Ja, wie schon gesagt, das ist auch ein lang nachgefragtes Video. Was benutze ich für meine Haare? Was benutze ich eigentlich für Produkte? Und ich dachte, heute sprechen wir mal drüber, weil ich habe gerade was aufgebraucht und was neu gekauft. Aufgebraucht habe ich, und das habe ich jetzt eigentlich das letzte Jahr kontinuierlich immer nachgekauft und benutzt. Es sieht so aus, da ist kein Tropfen mehr drin. Das ist von Balea Professional Glatt Plus Glanz Shampoo. Ohne Silikone, Glättung und Ultraglanz mit Antifrissformel, empfohlen von Friseuren. Und mir ist es wirklich von einem ganz, ganz tollen Friseur empfohlen worden. Und seitdem benutze ich es auch eigentlich immer. Ich habe nichts anderes benutzt. Es ist nicht sehr teuer. Es gibt es bei Drogeriemarkt DM und es gibt auch die Spülung dazu, die ich nicht so oft benutze, wie ihr seht. Das ist jetzt aber auch eine relativ neue Packung. Ich benutze nicht jedes Mal Spülung. Und bin mit den beiden Produkten sehr, sehr, sehr zufrieden. Die sind günstig. Ich glaube, sie kosten unter 2 Euro, eigentlich unter, ich sag mal, zwischen 2 und 3 Euro. Die sind wirklich toll. Also ich habe damit fast täglich alle 2 bis 3 Tage meine Haare gewaschen, immer wenn ich das Gefühl hatte, dass sie wieder zu fettig sind. Jetzt mit dem Pony ist es sogar noch ein bisschen stressiger sozusagen und der klebt jetzt auch irgendwie wieder sehr seltsam an meiner Stirn fest. Aber gut, ich kann euch das wirklich empfehlen. Probiert es mal aus. Diese Professional-Serie hat noch andere Shampoos im Sortiment. Die sollen wohl auch sehr gut sein. Aber ich kann dieses Glatt und Glanz gerade bei langen Haaren sehr, sehr, sehr empfehlen. Ich werde das auch wieder nachkaufen, weil ich damit wirklich, wirklich zufrieden bin. Es gibt noch ein Tiefenreinigungsshampoo, das hatte ich auch, das werde ich mir jetzt auch mal wiederholen, weil ich zurzeit bei den langen Haaren mehr Stylingprodukte reinmache und auch einfach mal möchte, dass das Ganze wieder ausgewaschen wird. Das kann ich auch noch empfehlen, nur das liegt jetzt hier, weil, nicht hier, weil ich es mal wieder kaufen muss. So, dann habe ich, und Achtung, diese Packung sieht wirklich nicht mehr sehr schön aus, von The Body Shop, das Bananen-Shampoo. Ja, das habe ich gerade aus der Dusche geholt. Ihr seht, da ist auch nicht mehr viel drin. Ich habe das schon sehr, sehr lange. Wer mich schon länger auf YouTube verfolgt, ich habe 2011 irgendwann ein Haul gemacht mit diesem Shampoo und es ist noch genau dieses Shampoo. Ich habe damit ein Problem. Ich finde irgendwie, mir riecht es zu penetrant, glaube ich. Ich bin mir noch nicht sicher. Irgendwie manchmal finde ich es gut, manchmal nicht. Es riecht eigentlich so, als würden eure Haare in Bananenbabybrei getaucht werden. Ja, also es riecht wirklich sehr extrem. Wenn ich mir morgens die Haare wasche und föhne und dann auf dem Weg zur Arbeit bin, habe ich die ganze Zeit das Gefühl, dass ich die ganze Tram mit meinem Bananenbabybrei-Haarduft unter Geruchssätze sozusagen. Es hat noch nie jemand was gesagt. An manchen Tagen finde ich das total toll, dass das so intensiv riecht. An anderen finde ich es wirklich widerlich. Ich habe also ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu diesem Shampoo. Dazu gibt es auch eine Spülung. Ich glaube aber, dass ich jetzt, von 2011 bis heute, und ich weiß noch nicht mal mehr, ich glaube, es ist noch gut, es riecht nicht komisch oder so. Und meine Haare sind auch sauber geworden. Also ich lebe noch, dass ich dieses alte Shampoo benutzt habe. Ich konnte es aber auch irgendwie nicht wegschmeißen. Ja, die Haare werden sauber. Ich kann sie nicht so gut durchkämmen. Und meine Haare sind ja immer länger und länger geworden. Und je länger die werden und desto schlechter sie sich nach dem Waschen durchkämmen lassen, desto mehr Hass habe ich einfach. Deswegen habe ich es auch nie so oft benutzt. Jetzt ist es aber leer und ich bin glücklich und ich werde es auch nicht mehr nachkaufen. Ich weiß, viele schwören da drauf, aber ich bin wirklich darauf angewiesen, dass meine Haare sich nach dem Kämmen gut durch, nach dem Duschen gut durchkämmen lassen, ja. Also ich, nach dem Duschen ist es bei so langen Haaren bei meinen und ich glaube, sie müssen unten auch einfach ein Stück ab immer so. Ich habe immer das Gefühl, der Prinz versucht, das Ungeheuer zu zähmen, ja, und danach kommt erst die Prinzessin zum Vorschein. Genau so ist es, wenn ich aus der Dusche komme und meine Haare irgendwie versuche zu entwirren. Es ist einfach ein großes, großes Drama und ich könnte mir einen Herr-der-Ringe-Marathon reinziehen und sie werden immer noch nicht durchgekämmt, wenn ich das falsche Shampoo benutze. So, ich habe Neues gekauft, weil es gerade sehr im Hype ist und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich habe es nämlich noch nicht ausprobiert. Es ist von Aussie, der
das Miracle Moist Shampoo für strapaziertes und traurig trockenes Haar. Also meine Haare sind auch im Moment ein wenig traurig, zumindest unten in den Spitzen. Mit australischem Macadamia-Nussöl, ein Wunder. Naja, ein kleines. Also ich finde schon die Verpackung sehr witzig, muss ich sagen. Also nicht wie eine Geburt oder Sonnenfinsternis, aber unsere Pflegeformel mit australischem Macadamia-Nussöl versorgt deine Haare mit Feuchtigkeit, damit sie wieder glücklich sind. Das ist der Feuchtigkeitsspender. Das Shampoo ist ein bisschen teurer, da muss ich nochmal nachschauen und es euch in die Infobox schreiben. Auf jeden Fall habe ich das bei DM geholt und war wirklich glücklich, das gefunden zu haben. Ich weiß, das tut im Moment die Meinung spalten. Ich glaube, da sind auch Silikone drin. Ich achte auf sowas nicht so sehr und ich wollte es jetzt einfach mal ausprobieren. Und es riecht total nach Bubblegum, was ich wirklich, wirklich toll finde. Und dann habe ich noch den Miracle Moist Conditioner geholt, auch für strapaziertes, traurig trockenes Haar. Das ist der Feuchtigkeitsspender. Hinten steht auch drauf, schöne Haare sind nicht alles, aber schon mal ein guter Anfang. Da kann ich nur zustimmen. Ich fühle mich im Moment wirklich wohler, wenn ich meine Haare schön gemacht habe und sie ein bisschen ordentlich liegen. Ich war nie eines dieser Haarmädchen, ich muss mich morgens hinsetzen und die Haare schön machen. Ich war mehr so duschen, trockenföhnen, raus aus dem Haus. Aber mittlerweile denke ich mir so, ach, ein paar schöne Haare sehen auch nicht so schlecht aus. Also schön gemachte Haare. Und dann habe ich mir noch gekauft den 3 Minuten Miracle Reconstructor, die Intensivkur mit australischem Minzbalsam-Extrakt und für einen glänzenden Neuanfang. Also damit meine Haare wieder glücklich werden. Das werde ich in der nächsten Zeit ausprobieren. Da kann ich euch auf jeden Fall eine Review zu machen. Ich bin nämlich sehr, sehr gespannt auf diese Produkte. Sie sollen wohl hoch gelobt sein sozusagen. Und ja, ich bin gespannt. Wenn wir schon über Hairstyling reden, dann benutze ich zurzeit immer mal wieder den von Braun den Lockenstab mit der Satin Hair Formel und da kleben jetzt ein paar Haare dran, was mir super leid tut. Aber der sieht so aus, den benutze ich jetzt schon sehr, sehr viele Jahre und er ist mir ein treuer Begleiter und auf Reisen schon mit gewesen. Er ist nicht super schwer und ich kann den nur empfehlen, den verlinke ich euch auch mal. Und jetzt habe ich mir neu gekauft, weil ich, wie gesagt, erst so seit ein paar Wochen into Hairstyling bin. Also wenn ihr tolle Frisuren habt, irgendwie nur her damit. Habe ich mir das hier gekauft, aber noch nicht ausprobiert. Balea Trended Up beschützende Spray, extremer 200 Grad Hitzeschutz und dann habe ich mir noch gekauft das 4 Tage Glättungsspray, glattes, gebändigtes Haar von Syos, weil ich mittlerweile auch denke, glatt gezogene Haare sehen echt schön aus, schöner als nur frisch geföhnte Haare, das mache ich jetzt nicht jeden Tag. Ich habe auch noch kein tolles Glätteisen, ich hätte ja gerne ein GHD, aber ich konnte mich noch nicht dazu überwinden. Naja, auf jeden Fall sind das die Produkte, die zurzeit so rumstehen. Aber wenn ihr Hairstyling-Produkte empfehlen könnt, auch auf jeden Fall in die Kommentare. Ich bin da Neuling, ich lasse mich da gerne von euch beraten und probiere es aus und erzähle euch dann, wie ich es fand. Und ab und zu benutze ich auch noch, dazu habe ich auch schon mal, das ist ja schon Jahrhunderte her, ein Video gemacht, das Spray-on-Trocken-Spray von Balea. Das kaufe ich auch immer mal wieder nach, gerade für den Pony, so um einen Tag noch zu gewinnen, ist es wirklich, wirklich super. Also das kann ich euch auch empfehlen. Ich benutze es nicht für den ganzen Kopf, im Moment nur für den Pony und bin damit aber sehr, sehr glücklich. Und das sind so meine Haarsachen, die ich im Moment benutze, beziehungsweise die ich euch empfehlen kann. Oder die ich am Ausprobieren bin und mit dem Lockenstab kriege ich immer so schön leicht gewellte Haare hin oder auch mal größere Locken. Ich habe aber schon mal Locken gemacht bekommen mit einem GHD und ich muss sagen, es war der Hammer. Die haben über Nacht gehalten. Das war super, super toll. Deswegen will ich unbedingt eins haben, aber die sind wirklich nicht so günstig. Na gut, das war mein Haar-Blablabla-Blub-Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es mal wieder sehr viel Freude bereitet. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen oder über einen Daumen nach unten, je nachdem, wie ihr das Video fandet. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da und wir sehen uns bald wieder, ihr Lieben. Tschüss!